Hallo Whisky-Freunde, willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um den Toraweg 2017. Ja, ich weiß, ich komme jetzt auch noch aus meinem Loch gekrochen mit dem Ding. Der widerspricht auch grundsätzlich meiner Philosophie, was Nas-Whiskys anbelangt. Ich wollte grundsätzlich gar keine Nas-Whiskys hier verkosten. Ja, hier ist ein bisschen anders. Klar, ich möchte eigentlich wissen, wie alt die Dinger sind, wo sie drin lagen etc. Bei dem hier haben wir nicht viel Interpretationsspielraum. Das Teil ist 2017 gebrannt worden. Jetzt haben wir 2021, kann er höchstens 4 Jahre alt sein. Sie schreiben ihn mit Whisky an, also heißt es, er hat Minimum 3 Jahre auf dem Buckel. Der hat 46%, lag in First Fill Bourbon Fässern. Jetzt schauen wir mal, was der kann. Ich bin vor allem daran interessiert, wie er im Vergleich zu Talisker ist, die zweite Brennerei auf der Isle of Skye. Er soll recht rauchig sein, mehr als Talisker. Müssen ja auch nicht den gleichen Whisky brennen wie Talisker. Ja, schauen wir, was Toraweg hingekriegt hat. Die Brennerei ist in einer alten Farm beheimatet. Die war auch sehr gut erhalten und hat sich anscheinend sehr gut geeignet, um da eine Destillerie reinzupflanzen. Die Bilder sehen sehr schön aus. Ich werde die Destillerie, wenn möglich, dann im nächsten Schottlandurlaub, wenn es wieder möglich ist, sicher besuchen. Ja, 46%. Ich denke nicht gefärbt, weil das Teil ist ziemlich hell, strohgelb, helles Strohgelb. Kühlfiltrierung weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht nachgeschaut. Hat ja auch jeder Internet. Ja, schauen wir doch mal, was der Kollege kann. Aha. Ja, der Rauch ist auf jeden Fall viel stärker als bei Talisker. Ein schön würziger, aromatischer Rauch, sehr zitruslastig, so in Richtung Limette, Zitronenschale. Sehr frisch, fruchtig, aber auch medizinisch, sehr kräutrig. Die genauen Kräuter zu fassen ist ein bisschen schwierig. Komplex ist er nicht. Ah, jetzt hat er auch hinter dem Rauch ist so eine leichte Holznote, so frisches Sägemehl, Holzspäne. Probieren wir mal einen Schluck. Ja, anständiger Antritt, würzig, wirklich eine schöne Würze. Ja, jetzt ja, frisches Sägemehl, frische Holzspäne, eine schöne Asche. Ja, wieder ein bisschen Limette, auch die Kräuter sind sehr stark jetzt. Ja, blind wäre der jetzt schwierig einzuordnen. Ja, jetzt hat er auch eine ganz, ganz leichte metallische Note. Er ist noch sehr jung. Ja, Komplexität ist noch nicht wirklich da. Aber zwischen 3 und 4 Jahren, das ist ja auch klar. Auf jeden Fall Potenzial. Ich bin gespannt, was die noch für ein Fassmanagement haben dann. Jetzt die First Fill Bourbon Fässer kommen sicher ganz gut. Er ist schön fruchtig, medizinisch, sehr rauchig. Gefällt mir eigentlich sehr gut. Bin gespannt auf den ersten 10-Jährigen dann. Geht jetzt noch eine Weile. Ja, von der Kräuternote her
Heidekraut ist es nicht. Es geht, so, es geht schon fast in so eine, ja, so in Richtung Kräutertee. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, welches Kraut. Es ist auch ähnlich wie so eine Salbe. Früher gab es mal so eine Salbe. Wir hatten zu Hause so eine Salbe, so eine Wundsalbe. Die hatte auch irgendwelche Kräuter auf der Tube. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ein junges Teil aus First Fill Bourbon Fässern. Fruchtig, kräutrig, aschig, rauchig, holzig. Geht es nicht direkt Eiche, es geht eher so in, ja wirklich in diese Richtung mit frischem Sägemehl, wenn man diverse Holzarten verarbeitet. Es geht also ein bisschen in die Richtung. Eine ganz feine metallische Note. Der Abgang ist relativ, ja, ich sage jetzt nicht kurz, aber ja, zwischen kurz und mittellang, so irgendwo da dazwischen. Ein bisschen Vanille kommt durch. Was mir ein bisschen fehlt, ist die maritime Note. Salz, nein. Ach, so ein bisschen Seetang und so hätte ich jetzt, gut, klar, der ist nur 3 bis 4 Jahre jetzt im Fass gelegen. Vielleicht kommt das dann mit dem Alter, mit älteren Abfüllungen noch, wenn das Fass ein bisschen mehr mit der Umgebung, mit der Luft etc. interagieren kann. Ja, da können wir, denke ich, sicher gespannt sein. Potenzial hat die Brennerei. Das erste Teil schmeckt richtig gut. Nichts Komplexes, nichts Schwieriges, aber ein toller Raucher schon mal. Ja, die können weitermachen. Fürs nächste Video habe ich schon wieder 2 Kandidaten bereitstehen. Einen Grain, einen sehr alten Grain wieder und einen schönen Iren. Weiß aber noch nicht, welcher zuerst dann kommt. Das werdet ihr dann sehen. Ja, das war's. Torrevieja 2017, The Legacy Series. Über Preise und Verfügbarkeit mag ich nicht reden. Das ist schon über die Bühne. Vereinzelt gibt es den noch. Überall meistens schon ausverkauft. Ist wurscht, spielt keine Rolle. Hier geht es um den Whisky. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis bald.